Ja, hier wieder beim Koali und bei meinem neuen Projekt. Ich spiele eine Runde The Secret World. Mein erster Ausflug überhaupt in das Genre der Multiple Player RPGs oder wie das auch immer heißt. Sowas wie World of Warcraft Zeugs, ne? Kennt ihr ja. Ich kenne es bis jetzt noch nicht so richtig. Ich habe das Spiel seit einem Tag. Das Ding ist schon eine Weile draußen, irgendwie 2 Jahre oder so, seitdem das erschienen ist. Aber ich habe es erst jetzt entdeckt und ich spiele das Ganze mit ein paar Freunden aus dem Nerdpol zusammen. Und das heißt, ihr werdet in den kommenden Folgen ein paar Stimmen hören im Hintergrund, weil wir spielen das als Gruppe zusammen. So habe ich es zumindest gedacht. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Folge, wo ich alleine irgendwie rumziehe. Aber eigentlich ist es so gedacht, dass wir das Ganze zusammen machen und die haben auch alle neue Charaktere. Ich spiele hier auf der Fraktionsseite der Drachen, einfach weil ich hier ein paar Builds gesehen habe, die mir ganz gut gefallen haben bei den Drachen. Deswegen spiele ich auf deren Seite und versuche da mal einen Heiler zu spielen. Mal sehen. Also es gibt die klassischen Tank- und Damage-Dealer und Heiler gibt es eigentlich im Prinzip nicht so richtig bei The Secret World. Aber natürlich gibt es diese Einteilung dann, wenn man in die Multiplayer-Parts geht, natürlich auch. Was die anderen spielen, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das werden wir dann herausfinden, wenn wir sie denn dann im Spiel treffen. Was ziemlich schnell hoffentlich passiert. Aber am Anfang sind wir noch zusammen, alleine. Zusammen, alleine, merkwürdig. Und das ist unser Charakter. Ich habe mir den schon mal gebaut hier. Das ist, ja, ich spiele ein Mädchen. Haha. Ich spiele Catherine Eukalypta Schwarz. Und bin mal gespannt, wie das hier so abgeht. Und wir starten dann mal ins Spiel. Das Ende aller Tage sehen. Du wirst den Anfang eines neuen Zeitalters sehen. Wirst Herrscher sein oder Bettler. Wirst alles verlieren oder zur Gottheit werden. Wirst für uns sein oder gegen uns. Deine Entscheidung. Und vergiss nicht. Beachte stets die Stimmen. Höre auf die Stimmen, die flüstern in deinem Schlaf. Du bist zwar auserwählt, aber du musst richtig entscheiden. Aber du musst richtig entscheiden. Du bist verflucht mit freiem Willen. Du bist verflucht mit freiem Willen. Wir sind hier, dich zum Licht zu führen. Es steht mir nicht zu, einzuschreiten, aber das Obwohl hier, das hier ist nur ja ein nur Traum ein Traum. Ist. Triff die richtigen Triff die Entscheidungen. Richtigen Entscheidungen und beachte die Stimmen. Die Stimmen, denn sie verderben. Denn sie sprechen die Wahrheit.
So, da sind wir. Wie gesagt, bin noch relativ unerfahren in diesen ganzen Spieldingens. Wenn ihr übrigens Bock habt mitzumachen, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt mich irgendwie über YouTube anschreiben, dann nehmen wir Kontakt auf. Das Spiel kostet momentan ungefähr 30 Euro. Und zwar einmalig, danach kommen keine Abo-Gebühren oder sowas mehr dazu. Das heißt, es lohnt sich eigentlich ganz gut so. Finde ich zumindest. Ich habe schon ein bisschen reingeschnuppert mit anderen Charakteren. Aber der ist jetzt hier mein Let's Play-Dingens. Koali gibt es deswegen nicht mehr. Und deswegen heißen wir Eukalypta. Macht aber auch nichts. Der Bezug zum Koali ist ja da, ne? So, wir sind jetzt hier in irgendwie Chinatown oder irgendwo. In-Game-Uhr oder so. Ich werde jetzt so viel nicht mehr erklären oder sowas. Wenn mir denn da selber was kommt. Die anderen, die nachher mitspielen, wissen das umso besser. Ich habe hier null Ahnung von irgendwas. Von daher, das kommt. Ne? Also wir laufen jetzt hier erstmal und haben erstmal Stufe abgeschlossen. Aha, aha. Auf die Schmetterlinge zu gehen. Da hinten sind die Schmetterlinge. Dann gehen wir nochmal auf die zu. Ich musste mich übrigens erstmal voll an diese Steuerung gewöhnen. Den Schmetterlingen folgen. Zum Comunio Hotel wollen die anscheinend. Alles klar. Das Intro fand ich übrigens schon mal ziemlich geil. Wie ihr schon seht, das ist ein kein Fantasy-Dingens, sondern es ist so ein bisschen Cthulhuid angehaucht, wenn ihr damit was anfangen könnt. Ein bisschen strange mit Monstern und Zombies und so, das werdet ihr nachher noch sehen und da freue ich mich schon. Mal gucken, was es hier gibt. Es muss hier sein, irgendwo. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's... Sind Sie vertraut mit dem Schmetterlingseffekt? Er besagt, dass kleinste Veränderungen der Anfangsbedingungen das Langzeitverhalten eines Systems dramatisch beeinflussen können. Wie der Flügelschlag eines Schmetterlings das Wettersystem und dann wird aus einer leichten Brise ein Tsunami. Die meisten glauben, das bedeutet, man könne in Systemen kein Muster vorhersagen oder finden, wenn sie von so winzigen, zufälligen, scheinbar unbedeutenden Ereignissen verändert werden. Aber in der Chaos-Theorie geht's gar nicht ums Chaos. Es geht um Ordnung. Darum, eine zugrunde liegende Ordnung zu finden in scheinbar zufälligen Daten, Im Chaos. Mit anderen Worten, Chaos ist nicht... Es gibt immer Ordnung. Immer. Diese Ordnung ist das, was die Drachen suchen. Unermüdlich. Was sie machen, sind Experimente. Sie testen die Systeme. Sie züchten Schmetterlinge und versuchen so, die Muster zu erkennen. Je zufälliger die ins System eingebrachten Daten sind, desto mehr Daten kommen zurück. Sie erstellen ein Modell des Universums, einen Tsunami nach dem anderen. Aber das ist ein kontrolliertes Experiment. Die Drachen sorgen dafür, dass sie auch bei der kleinsten zufälligen Änderung die völlige Kontrolle behalten. Sie sind knallharte Planer. Und was sie auslösen, was sie planen, sind durchaus... Irgendwie sind sie Terroristen. Aber ihre Terrorakte sind kleiner, scheinbar ohne Konsequenzen. Sie sprengen keine Gebäude oder Flugzeuge. Sie ermorden keine Unschuldigen. Sie haben keine Doktrin. Was sie machen, ist viel subtiler und viel, effektiver. Sie haben jetzt genügend Daten in ihren Modellen, um Kausalität vorherzusagen. Zumindest ansatzweise. Wird jemand wohin geschickt, wissen sie ungefähr, was geschehen wird. Genau darum geht es. Deshalb wurden sie hergebracht, nach Seoul. Sie fragen sich doch bestimmt, warum ich? Warum jetzt?
Das ist unwichtig. Wichtig ist jetzt nur, dass sie hergebracht wurden, weil sie es so wollen. Man braucht sie hier. Alles vom Moment des ersten Besuchs an bis zu diesem Gespräch mag aussehen wie eine Reihe von Zufällen. Völlig willkürlich. Sorgsam geplant. Teil eines Modells, das sie entwickelt haben. Teil eines Systems. Es ist ein Experiment, verstehen Sie? Alles verfolgt einen Zweck. Alles ist wahr. Früher oder später gehen alle nach oben. Okay. Strange, strange. Kann man uns hier mit den Leuten auch unterhalten? Anscheinend nur mit dem Jinjohan. Wir sind also in Seoul. Und es gibt ja die verschiedenen Fraktionen. Die Drachen, da gehören wir anscheinend zu. Also noch nicht, aber bald hoffentlich. Die Illuminaten und die Templer. Ich frage den jetzt mal nicht nach allem aus hier. Wir wollen ja auch schnell zu den anderen gelangen, nicht wahr? Die schon sehnsüchtig warten, damit sie mit uns spielen können. Das Zimmer oben betreten. Ich schätze mal, dass hier was offen ist. Ne? Und noch die Schmetterlinge wieder. Führt uns da in der Hand wie so ein Autisten. Ich müsste es eigentlich mal als Mann durchspielen, ob das genauso ein dummer Blick ist. Schickes Höschen hat er. Du bist schüchtern. Schüchtern. Verwirrt. Verloren. Jetzt bist du nicht mehr verloren. Die Drachen haben dich gefunden. Und jetzt hast du mich gefunden. Alles geschieht aus einem Grund. Jedes Ereignis, gleichgültig wie klein, hat Konsequenzen. Sie werden Dinge von dir verlangen. Und meistens wirst du nicht wissen, warum. Oder welche Konsequenzen es hat. Das ist der Fluch der Drachen. Wir wissen nicht, warum wir tun, was wir tun. Aber wir tun es. Trotzdem. Weil sie uns sagen, dass es richtig ist. Aus Chaos entsteht Ordnung. Ordnung und Klarheit. Der eine Moment absoluter Klarheit kommt in dem kurzen Ausbruch der Ekstase. Wenn unser Geist leer ist, sind wir empfänglich für die Wahrheit. Meistens wirst du ihre Gründe nicht verstehen können. Du wirst die Konsequenzen deines Handelns nicht sehen können. Aber es gibt ein Ereignis, das du verstehen musst. Eine Wahrheit. Ich helfe dir dabei, sie zu sehen. Okay. Ja.
Alles abgeriegelt. Kaidancho, alles. Vom Park bis zum Orochi Tower. SDF-Quarantäne. Das ist gut für Tokio, aber schlecht für uns. Ich dachte, die Drachen lieben das Chaos. Mir wurde gesagt, die Illuminaten hätten alle Antworten. Von wegen Bombe. Es ist nie nur eine Bombe. Etwas Schlimmeres, das den Schmutz mitgebracht hat. Also Kampf. So machen wir Templer das. Ich mag gute Kämpfe, aber diese Hose ist aus verdammtem Samt. Sarah! Gaia sei Dank! Was, Sarah? Heißt nicht Sarah. Bist du okay? Aber anscheinend sind wir im Körper von jemand anderem. Haben wir ja gerade gesehen, ein bisschen dieses Flackern. Okay. Obwohl das Ganze ein Traum sein muss, erleben sie die Folgen des Angriffs auf die U-Bahn von Tokio durch die Augen eines anderen, haben wir schon gedacht. Folgen sie der Spur der anderen Agenten der geheimen Welt und bahnen sie sich durch die Station einen Weg bis das Herz der Finsternis. Okay. Wäre Suberi hier, er würde sagen, dass wir kriegen eine Schrotze. Ist er aber nicht. Er ist irgendwo da unten. Sarah, hol deine Waffe. Da ist sie, die Waffe. Er ist irgendwie in der Elektrik, der Schmutz. Au, die arme Frau. Der Steuerung muss ich mich auch immer noch erst anfreunden. Ich bin echt Gamepad verwöhnt. Und jetzt muss ich hier mit Tastatur spielen. Das ist gruselig, gruselig. Gut gemacht. Yeah. Wie viele haben die da drin? Er breitet sich rasend schnell aus. Oh, da kommen sie. Wenn er rauskommt nach Tokio, wird er nicht. Wir halten ihn hier auf, was es auch kostet. Wir sollten nicht einmal einatmen. Er reagiert auf uns. Mit der Schrotze machen wir schon ganz gut Schaden. Als wüsste er, dass wir kommen. Das Zeug kann ich denken. Das ist wie Krebs. Von dem Gedanken, dass wir Schaden austeilen, müssen wir uns so ein bisschen verabschieden mit der Teiler. Ich glaube, mit der Schrotflinte werden wir. Schrotflinte ist auch lustig. Werden wir, glaube ich, nicht so allzu lange rumrennen. Chaos mit Chaos. Halten wir die Mistkerle auf Distanz und schalten sie dann aus. Das soll ein Plan sein? Ich finde schon. Du gehst voraus, Sarah. Jeder Schuss muss sitzen. Klar gehe ich voraus. Ich bin ja hier die Schrotflinten. Achtung! Wir haben auch schon ordentlich Schaden eingesteckt hier. Teilen auch ganz gut aus. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Wir werden schwerere Geschütze auffahren müssen. Niemand hält sich zurück, okay? Ich habe mich total gebremst. Ja, das glaube ich. Du musst Suberi finden. Wir halten sie hier auf, mit allem, was geht. Okay. What the fuck? Okay. Angst.
Kavallerie ist da. Auch dort, wo der Schmutz verderbt, hat Gaias Macht Bestand. Sauge sie in dir auf und atme sie dann aus. Dann heilt dein Wille diesen zerschundenen Körper. Yay, endlich heilen! Gut, hier drüben. Gut. Aber selbst Gaia wird an ihre Grenzen stoßen bei dem, was auf uns zukommt. Das mit dem Aufhalten hat nicht funktioniert. Ja, und übrigens, das hier sieht ehrlich gesagt nicht viel besser aus. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Ich wusste, dass er es sagen würde. Okay. Wir müssen die nächste Plattform erreichen. Aber. Gut gemacht. Der erste bin, der im Tutorial stirbt. Fuck. Einer ist schon mal down. Ja, schlechte Nachricht. Sie hören nicht auf. Und das werden sie auch nicht. Das alles soll uns ausbremsen. Westnote, sie bemühen sich wirklich. Jemand muss vorstoßen. Mehr Zeit als durch diese Verwirrung kriegen wir wohl nicht. Jemand? Los! Los! Lauf nicht dumm, Mann. Vorsicht! Es kommt alles runter! Au. Du musst jetzt gehen. Sie verlangen nach dir. Tut mir leid, dass du sehen musstest. Tut mir leid. Tja, da sind wir. Müssen jetzt wieder gehen. Jene finden, die auf sie warten. Okay. Ah, hier kriegen wir einen Questmarker, das ist gut. Und hier geradeaus. Gibt's keinen Durchgang. Gucken wir mal auf die Map hier drauf gucken. So, hier sind wir. Hier oben kommen wir anscheinend rum. Also genau in die andere Richtung. So, hier haben wir was. Guck mal. Wissen. Das Summen. Können wir uns mal angucken.
So. Das Übertragung. Animasignal initialisiert. Empfang. Wörterlexikon. Initialisieren. Erlebe. Mehr oder weniger Syntax initialisieren. Kriechende Wurzeln. Schwer von brodelnden Saft. Bohren sich in deinen Schädel. Download. Heilige Kommunikation. Kein Kauf erforderlich. Deine Augen und Ohren bluten. Kochende Freude. Kann für einige Zuschauer zu aufwühlend sein. Ekstatische Agonie deiner Moleküle vergehen. Montage erforderlich. Angebot endet im Hitzebold des Universums. Nur begrenzt zeitgültig. Die dunklen Tage kommen. Der absolute Nullpunkt. Maximale Entropie. Handeln jetzt. Agatha-Übertragung initialisieren. Übertragung, die 49 Tore öffnen. Erlebe das Summen. Okay. Bahnhof. Aber gut. Wenn die meinen. Hier unten geht's halt zu denen, die auf mich warten. Hallo Leute, ihr seht schon so drachenmäßig aus. Und hier hängen auch schon überall so komische Laternen. Und wir sind im Drachenring anscheinend. Jetzt ein Spezialauftrag, der allerdings noch gesperrt ist. Ich fühle mich auch noch nicht einem Spezialauftrag gewachsen. Ehrlich zu sein. Okay. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, machen wir hier einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir dann das Dojo. Oder so heißt es doch, ne? Zum Dojang. Sowas. Donjang. Keine Ahnung. Betreten. Seid mit dabei. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir unten runter. Bis bald. Tschüss. Yeah.